bin die Ella. Hallo, ich bin die Nele. Und wir sind eure Festivalblogger für das 35. Kinderfilmfestival Lukas. Wir wissen genau, was los ist und werden euch immer auf dem Laufenden halten. Der Saal hier, der füllt sich bald mit ganz vielen Leuten. Im Moment ist er noch leer. Deswegen müssen wir uns auch ein bisschen beeilen. Wir schalten dann später nochmal hier zurück. Und ihr könnt dann auch sonst die ganze Woche, werden wir für euch von hier, vom Lukas Festival berichten. Und hier wird die Rede liegen, mit der das Lukas eröffnet wird. Die Spannung steigt. Bis dann. Tschüss. Psst. Die Eröffnung hat jetzt schon angefangen und gleich fangen auch die Ansprachen an. Und man kann ja auch schon sehen, ganz viele Filmemacher und Regisseuren aus ganz vielen verschiedenen Ländern sind jetzt schon angekommen und erwarten auch ganz gespannt die Eröffnungsfeier. Lukas ist ein Festival zum Schauen, Staunen und Lernen. Man kann eine ganze Menge lernen, indem man zum Beispiel mit anderen Kindern darüber redet, wie der Film war. Oder Regisseure ein Loch in den Bauch fragt, was sie damit eigentlich gemeint haben, wie die Filme wirken und was es bedeutet. Ich habe mal das Festival machen mit einer Schatzsuche verglichen. Das heißt, man braucht viel Geduld, man muss genau schauen, man braucht einen richtigen Riecher so für Schätze, die man so heben kann. Und deswegen freue ich mich ganz besonders darauf, dass wir in der nächsten Woche diese prall gefüllte Schatztruhe, wenn man das Bild mal weiternehmen will, dass wir diese Schatztruhe öffnen und dass wir gemeinsam zusammen auf diese Filmjuwelen schauen, dass wir diese Filmjuwelen bewundern. So, die Öffnung ist jetzt vorbei. Die war sehr aufregend, aber nun warten alle sehr gespannt auf den Lukaskuchen. Eine ganz große, tolle Torte mit Kirschen drin. Und wir haben jetzt hier die Kinder von der Lukas-Jury und das sind Julian, Otto, Alissa, Lara Jo. Otto, wie fandest du denn die Eröffnung heute? Sie war spannend, die Filme waren auch gut. Und ja. Lara Jo, was stellst du dir vor für die nächste Woche? Ich denke mal, dass wir ganz viel Spaß haben werden und dass alle unsere Erwartungen erfüllt werden. Jetzt sind wir hier im Jury-Besprecherraum und jetzt ist die Petra da. Also eben haben wir Petra noch im Kino gesehen, jetzt ist sie bei uns. Petra Kappler, die Festivalleitung vom Lukas. Und ja, wie fandest du es denn? Also ich fand es cool, es hat Spaß gemacht, es war lustig und alle waren gut gelaunt und ich hatte auch das Gefühl, dass hinterher alle Spaß hatten bei Kaffee und Kuchen und dass sich auch alle jetzt aufs Festival freuen. Jo. Und worauf können wir uns so freuen in der nächsten Woche? Ich weiß nicht, auf was könnten wir uns freuen in der nächsten Woche? Ich glaube auf Filme. Also wir haben ja einige Weltpremieren. Morgen um 9 geht es gleich los mit Clara und das Geheimnis der Bären. Und dann geht das zack, zack, zack. Wir haben 7 Weltpremieren, 9 Deutschlandpremieren. Wir haben tolle Gäste, iranische Filmemacher. Aus Polen haben wir Jurymitglieder und so weiter und so fort. Also ich kann es gar nicht aufzählen, weil sonst wird es viel zu lange dauern. Ist klar. Morgen sind wir für euch wieder hier im Lukas Festival und liefern euch alle nötigen Infos zu den Weltpremieren und den laufenden Filmen. Tschüss!